So, hi Leute, ich bin heute mal unterwegs mit meiner Drohne. Es ist eine DJI Mavic Air 3. Und ich habe mich mal nach Babenhausen begeben, beziehungsweise an die Strecke von Babenhausen in Richtung Dieburg und versuche heute mal ein paar Aufnahmen für euch in den Kasten zu kriegen. Ich hatte mir vorhin, als ich den Bahnübergang überquert habe, eigentlich eingebildet, der sich jetzt übrigens schließt, eingebildet, dass ich im Bahnhof in Babenhausen einen Güterzug gesehen habe. Aber wenn ich jetzt so auf das Display von meiner Drohne drauf schaue, sehe ich diesen Güterzug nichts mehr. So, auf jeden Fall sind die Schranken gerade eben geschlossen worden. Aus irgendeiner Richtung wird sich eine Fahrt nähern. So, und dann muss ich mich mal ganz kurz aus dem Off hier mit reinhängen. Die Drohne bietet eine Aufnahmefunktion des Tons via externem Mikrofon über die Fernbedienung. Leider hat DJI da anscheinend einen Bug eingebaut, dass man das DJI-eigene Mikrofon kaufen muss, damit man einen sauberen Ton hat. Ich war kurz davor gewesen, den ganzen Kladderadatsch wegzuschmeißen und es nochmal zu machen. Da mir aber die Aufnahmen an sich gefallen, zeige ich euch das Ganze jetzt auch mit dem nicht so guten Ton. Und beim nächsten Mal, wenn ich mit der Drohne unterwegs bin, gibt es dann auch einen besseren Ton. So, zurück zum Film. So, und zwar von Dieburg her kommt die Fahrt. Wenn ich das hier richtig sehe, hängt dort eine Vectrone oder sowas vorne dran. Ein Korrektur, das ist eine Beacon Rail 189, eine ES64 F4 quasi. Ah, und da kommt auch der Güterzug, den ich vorhin gesehen hatte. Na, wenn das mal keine 152 ist, dann weiß ich ja auch nicht, ne, Leute. Falls jetzt übrigens jemand der Meinung wäre, ich bin zu nahe an der Bahn und halte den Abstand nicht ein, demjenigen sei gesagt, ich habe mir extra diese DJI Air 3 gekauft, da die die Möglichkeit des Zooms hat und die nutze ich gerade. Ich halte also den 1 zu 1 Abstand zur Bahn ein. Jetzt muss ich nur gleich die Verfolgung abbrechen, weil ich sonst über die Wohnhäuser drüber fliege. Das darf ich ja auch nicht machen. So, und so sieht das Ganze dann in der Totalen aus.
So, das war doch schon mal ganz schick für den Anfang, finde ich. So, die Schlachtbäume schließen sich erneut. Und in Babenhausen fährt etwas aus, das nach einem Nahverkehrszug aussieht. Das ist aber doch eigentlich die Fias und die kommt doch gar nicht zu mir. Die müsste doch jetzt gleich links abbiegen. Ja, so ist es. Die Fias biegt links ab. Da können wir mal ein Stückchen hinterher schauen. So, und die Fias verschwindet in Richtung Odenwald und ich lasse sie ziehen und schau mal, wo die andere Fahrt herkommt, für die der Bahnübergang geschlossen worden ist. So, ich habe zurück nach Babenhausen geschwenkt, denn aus Richtung Aschaffenburg her kommt eine lange Wagenschlange. Fliegen wir dem Ganzen doch mal ein Stück entgegen. So, das sieht nach einer DB Cargo Vectrone aus. Das ist definitiv eine DB Cargo Vectrone. So, die Schranken vom BÜ sind wieder geöffnet worden. Ja, dann schreibt mal in die Kommentare rein, wie ihr diese Art des Trainspottings, des Zügeaufnehmens, des Zügebeobachtens findet. Ich weiß, das ist was ganz anderes, als man es gewohnt ist. Aber ich bin mal neugierig, wie ihr das Ganze so seht. Im Bahnhof Babenhausen stehen ein paar Güterwagen abgestellt. Dort in diesen Vorstellgleisen in Richtung der Ausfahrt von Aschaffenburg. Und dann, wenn man weiter in Richtung Horizont blickt, kann man am rechten Bildschirmrand den Kamin erkennen. Dieser Kamin steht in Aschaffenburg im Hafen. Und dann kann man dort so ein bisschen noch die Hochhäuser von Meinerschaff erkennen. So, gute Nachrichten. Der Bahnübergang schließt sich erneut.
So, da kommt ja die nächste Fahrt. Es ist eine Trax, wie es ausschaut, mit einem Zug aus zumindest am Anfang Stahlwagen gebildet, danach ein Habiswagen oder mehrere Habiswagen und dann Autotransporter. So, ich habe euch jetzt mal die Kamera gewechselt. Das ist jetzt die zweite Kamera, die die Drohne hat. Die Weitwinkelkamera, damit ihr mal den Vergleich habt, wie das sonst aussehen würde. Das ist der Bahnübergang, den die Lokomotive gerade gequert hat, den ich immer als Vorwarnung nehme. Ja, und was interessant war, als ich gerade geguckt habe, von wo der Zug herkommt, bin ich ein Stückchen aufgestiegen gewesen noch und habe mal in Richtung Dieburg die Strecke runter spekuliert. Und der nächste Bahnübergang, die Strecke runter, der war noch geöffnet. Dort sind noch die Straßenfahrzeuge rüber und nüber geflogen. So, man muss natürlich immer aufpassen, wenn man hier mit der Drohne Aufnahmen macht, dass man sich an die Drohnengesetzgebung hält, weil es ist ja relativ restriktiv hier in Deutschland, was das Ganze angeht. Man darf die 1:1-Regel anwenden bei dem Abstand zu Eisenbahn- und Bundesverkehrswegen. Das heißt, der seitliche Abstand zur Bundesstraße, zur Eisenbahn ist mindestens gleich der Höhe, die man einhält, soll heißen, ich darf maximal 10 Meter ran, nicht mehr, und darf dann bis zu 10 Meter aufsteigen. Wenn ich 20 Meter seitlichen Abstand halte, darf ich 20 Meter aufsteigen. Ja, und dann natürlich noch die ganzen weiteren Restriktionen mit Überfliegen von Industrieanlagen und hast du nicht gesehen. Und dann muss man natürlich noch ein bisschen das Gelände im Auge behalten, denn ich sabbel hier gleichzeitig, versuche die Kamera einigermaßen zu führen und muss natürlich noch darauf achten, dass ich die Drohne nach Möglichkeit nicht in irgendeinen Baum reinfliege. In der Bildmitte vor dem Horizont sind so ein paar Funkmasten zu erkennen. Diese Funkmasten stehen zwischen Meinerschaff und Seligenstadt in einem Gebiet, wo das Grundwasser knapp über der unter der Bodenoberfläche selbstverständlich ist. Und von dort aus wird für sämtliche Funkuhren in ganz Mitteleuropa das Funkuhrzeitsignal ausgesendet. Und ja, ich meine, bis zu einer Reichweite von 1500 Kilometern geht das von dieser Anlage aus via Sicht. Und was dann darüber hinausgeht, via Reflexion über die Atmosphäre oder Troposphäre. Ach, einer von euch weiß das mit Sicherheit und er schreibt es unten in die Kommentare rein. So, das ging mal sehr kurz, knapp. Junge, 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 Junge. Da gingen die Schranken zu und gefühlt kam gleich danach schon der Zug. Das hatte ich ja nicht erwartet. So, was haben wir da? Einen modellbahngerechten Kurzgüterzug mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, wenn ich richtig gezählt habe. Doppeleinheiten Autotransportwagen hinten dran. Das war wirklich ein sehr kurzes Gerät. So, die Schranken sind schon wieder hochgegangen. Das heißt, es kommt erstmal leider nicht gleich eine neue Fahrt. Schauen wir dem noch kurz hinterher, bis er den Bahnsteigbereich Babenhausen in Klammern Hess verlassen hat.
Müsste eigentlich mal auf der Karte gucken, wo das andere Babenhausen ist, das nicht in Hessen liegt. Das sehe ich eigentlich als Aufgabe für euch an. Ab in die Kommentare damit. Nachschauen auf der Landkarte oder das Internet befragen und ab in die Kommis. So, es ist kurz vor 12, um 12 Uhr. Übrigens haben wir heute den 20. Februar. Um 12 Uhr soll in Babenhausen der Nahverkehr abfahren. Und zwar in Richtung Wiesbaden, also von Aschaffenburg herkommend, müsste die RB 75 sein und von Wiesbaden herkommend nach Aschaffenburg. So, da kommt die eine. Das ist die aus Richtung Dieburg, Darmstadt, Wiesbaden. Und der müsste jetzt gleich die Regionalbahn der Gegenrichtung entgegenkommen, begegnen, wie auch immer man das nennt. Ja, ich bilde mir ein, in Babenhausen am Bahnsteig steht auch schon so ein HLB-Gesicht. Das müsste dann jetzt auch gleich losfahren. Ja, und der Bahnübergang bleibt schönartig geschlossen, weil eben gleich die Regionalbahn in Richtung Dieburg, Darmstadt, Wiesbaden in Babenhausen Abfahrtszeit hat. Und dann ist es ja meistens so, dass wenn der Reisezugverkehr durch ist, dass danach wieder Platz für Güterzüge ist. Ich bin nur am Überlegen, ob ich hier bleibe an diesem Standort oder ob ich noch mal ein Stückchen die Strecke rauf in Richtung Dieburg verlege. Jetzt gucken wir erst noch mal der RB nach, die da jetzt kommt. Wir machen es so. Ich warte jetzt die obligatorischen 5 Minuten ab. Wenn dann ein Güterzug kommt in der Zwischenzeit, ist gut. Und wenn in der Zwischenzeit kein Güterzug mehr kommt, ich habe mich gerade dabei erwischt, wie ich mich mitsamt meiner Drohne hinter der Fernbedienung gedreht habe beim Schwenken. Ja, also wenn jetzt ein Güterzug kommt in den nächsten paar Minuten, dann ist das toll. Den nehme ich hier von dem Standort noch mit. Ja, und dann habe ich mich jetzt, glaube ich, entschieden, ohne es direkt so gesagt zu haben, dass ich danach auf jeden Fall einen Standortwechsel mache. So, aus Richtung Darmstadt kommen die Züge immer relativ sehr flott an. Das ist echt der Hammer. So, verfolgen wir den Zug nochmal, soweit wir ihn sehen, auf seinem Weg durch den Babenhausener Bahnhof.
So, jetzt kommt er wahrscheinlich außer Sicht, da hinter den Bäumen verschwindet. Und dort hinten, wo sich der Zug jetzt befindet, ist dann auch noch eine Überführung der Strecke von Babenhausen in Richtung Hanau, also der Dieselstrecke. So, ich habe meinen Standortwechsel durchgeführt. Ich bin jetzt bei Harpertshausen am Ortsrand und habe jetzt mal die B26 zwischen mir und der Eisenbahn genommen. Ich kann jetzt also nicht näher ran, ist aber auch nicht so schlimm. Dafür schauen wir uns jetzt einfach mal an, wie die Züge durch die Landschaft hin durchfahren. Ähnlich riesengroßer Modelleisenbahnanlage. So, da haben wir eine rote Lokomotive mit ÖBB-Schriftzug vorne drauf. Der Form nach ist das eine Vectrone und die hat hinten dran hängen École, viel École. So, jetzt versuche ich mal ein Stück mit dem Ganzen parallel mitzufliegen und uns mal so eine schöne dynamische Aufnahme reinzuholen. So, meine Drohne ist natürlich nicht so schnell, wie der Zug fährt, aber das machen wir durch Abstand und leichte Drehung wieder wett. Ich hatte ja, bevor ich mir diese Drohne neu gekauft habe, Ende letzten Jahres, hatte ich ja eine DJI Mavic Air gehabt, also den Urgroßvater dieser Drohne. Und die hatte ja nur das Weitwinkel und nicht die 70 mm Zoom, die ich gerade nutze. Es war schon ein Riesenunterschied, denn da musste man schon sehr dicht ran, um solche Aufnahmen hinzukriegen, was jetzt natürlich wesentlich besser geht. Herrlich, herrlich. Das sind so richtig schöne Aufnahmen, wie ich sie mir vorgestellt habe. So, der Zug ist komplett im Bild. Fährt der Zug auf diesem Stück freien Feld und wenn dann rechts vom Zug diese Halle kommt, dort quert der Zug den Bahnübergang, an dem ich vorhin stand. Jetzt lassen wir den Zug noch aus dem Bild rausfahren und dann schauen wir, was als nächstes kommt. So, da habe ich doch was Schönes entdeckt. Dort ist ein Fendt mit einem Teppelstreuer unterwegs. So, da haben wir einen Fendt mit einem Teppe-Festmiststreuer hinten dran. Gefällt mir natürlich auch sehr, sehr gut.
Er hat die Randstreueinrichtung am Streuer hinten runtergeklappt, dass möglichst wenig über die Feldgrenzen drüber hinausfällt. Hinter dem Streuer kann man die eine Scheibe in Fahrtrichtung rechts bzw. den einen Streuteller in Fahrtrichtung rechts frei erkennen, der für die große Wurfweite nicht bedeckt ist, und auf der linken Seite ist über diese Streuscheibe die Randstreueinrichtung runtergeklappt. Die soll verhindern, dass der Festmist, der Dung, über die Feldgrenze drüber hinaus geschleudert wird. So, Maschine leer, ab nach Hause zum Nachfüllen. So, von Babenhausen her nähert sich die nächste Fahrt. Bilde ich mir das ein oder hängen da zwei Loks von dran? Oder hängt da nur ein roter Wagen hinter der Lok? Na, wir werden sehen. Nee, das sind mal gepflegte zwei Lokomotiven, die dort vorn dranhängen. Allerdings, wie es scheint, ist die zweite Maschine abgerüstet und nur die erste hat den Bügel oben am Draht. Dem ist so. So, das werden jetzt, denke ich, auch die letzten Aufnahmen sein, die ich hier mache. Denn mein Zeitfenster neigt sich dem Ende zu. Mittagessen ruft dann zu Hause. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen, was ihr zu dieser Art und Weise des Zügelguckens sagt. Denn es ist ja ein bisschen anders als das, was wir oder was ich euch bisher gezeigt habe. Da waren ja die Drohnenaufnahmen mehr so schmückendes Beiwerk gewesen. Und heute habe ich mich eben mal dazu entschlossen, nur Drohnenaufnahmen zu machen und euch dann diesen Film dazu oder daraus zu zeigen, der komplett aus diesen Drohnenaufnahmen eben besteht. Bin gespannt, was ihr sagt und freue mich über eure Kommentare. Und ich habe es ja schon mehrfach gesagt, ich werde alle Kommentare lesen, aber ich schaffe es einfach nicht, alle Kommentare zu beantworten. Das müsst ihr mir bitte nachsehen. Dazu reicht meine Zeit einfach nicht. Und was dann häufiger vorkommt an Fragen bzw. Kommentaren, wird dann irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt aufgegriffen und beantwortet. Ja, das war's von mir für euch. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss und Servus und bis zum nächsten Mal, euer Alex. Ciao.